20. Juni 1995 in der Nähe des Attersees. Ein Mann, der gerade mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird von Polizisten angehalten und verhaftet. Verzweifelt versucht dieser noch, sich als deutscher Tourist auszugeben. Doch die uniformierten Männer wussten ganz genau, wen sie da vor sich hatten. Es war Wolfgang Christian Ott, dessen Taten zu den spektakulärsten Kriminalfällen Österreichs gehören. Wolfgang Christian Ott wurde 1957 geboren. Bereits im Alter von 10 Jahren war Ott das erste Mal auffällig geworden, als er ein Mitschüler würgte. Mit 16 Jahren wurde er zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten wegen sexueller Nötigung eines Mädchens verurteilt. Über seine Kindheit ist nicht wirklich viel bekannt. Lediglich, dass seine Eltern den Zeugen Jehovas angehörig waren und ihn laut eigener Aussage sehr streng erzogen haben. Später bezog Ott eine Wohnung in Wien-Liesing. Im Herbst 1994 versucht Wolfgang Ott die Studentin Saskia K. in Perchtoldsdorf auf offener Straße zu entführen, wird aber bei seinem Vorhaben gestört. Bei einer Gegenüberstellung wird Ott sogar erkannt, dennoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Vor seinem ersten Mord an Sonja Svetsch, auf den ich gleich noch eingehen werde, überfällt Ott am 14. Mai 1995 eine 34-jährige Frau in Purkersdorf, flüchtet aber als Anwohner auf das Geschehen aufmerksam werden. Am 30. Mai 1995 entführt Wolfgang Ott leider mit Erfolg sein erstes Opfer, ebenfalls auf offener Straße, die 23-jährige Bankangestellte Sonja Svetsch. Anschließend hielt er sie ganze 3 Tage in seiner Wohnung gefangen, in der er sie fesselte, anschließend mehrfach vergewaltigte und misshandelte. Das Verschwinden der 23-Jährigen blieb natürlich nicht lange unbemerkt und so kam es dazu, dass Sonjas Mutter die Polizei anflehte, durch ihre Wohnung zu überwachen. Doch ihr Flehen stieß auf taube Ohren und so war es Ott nach der Entführung sogar möglich, in Sonjas Wohnung einzudringen und anschließend mehrere Gegenstände zu entwenden. Unter anderem nahm er auch Sonjas Katze inklusive Tragekorb mit. Was schließlich mit der Katze geschah, konnte ich leider nicht rausfinden. Später hieß es jedoch, dass Beamte sein Haus durchsuchten und dabei einige Sachen der 23-Jährigen in der Wohnung gefunden hatten. Aber von der Katze war keine Rede. Nachdem Wolfgang Ott die entführte Sonja eben 3 Tage in seiner Wohnung festhielt, fuhr er anschließend mit ihr in die Steiermark zur Salza, einem Gebirgs- und Nebenfluss der Enns. Dort gab er vor, er wolle mit ihr Boot fahren. Er fesselte sie und befestigte anschließend einen Betonring an ihren Füßen. Danach tat er das Unvorstellbare. Er warf Sonja einfach ins Wasser und wartete ab, bis sie ertrank. Später ließ Wolfgang verlauten, ich habe nur vorgehabt, ein bisschen mit dem Boot herumzufahren. Ich habe ihr den Betonring an die Füße gebunden. Da Sonja nicht so stark paddeln konnte wie ich, sind wir immer weiter abgetrieben. Da wir so nicht weitergekommen wären, wollte ich mit ihr die Seiten wechseln und wir sind beide aufgestanden. Sonja ist zu Sturz gekommen und mit dem Oberkörper über den Bootsrand gehangen. In dem Moment habe ich dann plötzlich die Idee gehabt, dass ich den Ring ins Wasser werfe. Ich habe nur einen Platschen gehört und dann ist sie eigentlich sofort untergegangen. Ich habe mir dabei eigentlich gar nichts gedacht. Die Leiche der 23-Jährigen wurde am 26. Juni 1995 in Landl in der Steiermark geborgen. Nur wenige Tage nach seinem ersten Mord ermordete Ott am 10. Juni 1995 sein zweites Opfer, die 19-jährige Maturantin Karin Müller. Wolfgang vergewaltigte die Schülerin mehrfach, ehe er sie am Ufer der Salza erwürgte und in einem Waldstück in Pfahlvor verscharrte. Ihre Leiche wurde erst knapp 2 Jahre später, am 6. Juni 1997, gefunden. Und leider sollte Karin nicht sein letztes Opfer gewesen sein. Am 12. Juni 1995, nur 2 Tage später, entführte er in Perchtoldsdorf eine 43-jährige Geschäftsfrau und hielt sie über 20 Stunden lang in seiner Wohnung gefangen. Auch sie wurde mehrfach von Wolfgang Ott vergewaltigt. Doch wie ein Wunder schaffte es die 43-Jährige, sich zu befreien. Sie stellte sich auf den Balkon, um nach Hilfe zu schreien, als Ott kurzfristig seine Wohnung verließ. Die Trafikantin gegenüber entdeckte die Frau und rief daraufhin sofort die Polizei. Diese schaffte es gleich daraufhin, die völlig aufgelöste Geschäftsfrau zu befreien. Trotz Fahndung fehlte von dem Täter tagelang jede Spur. Der Mädchenmörder schaffte es sogar, in der Nacht auf den 19. Juni 1995 in seine unbewachte Wohnung einzudringen. Er holte sich Geld und Kleidung, setzte danach seine Flucht fort. Die Fahnder waren entsetzt über diese Panne, die ihnen da passiert war. Wolfgang Otts Spuren ziehen sich quer durch Österreich und sogar bis Kroatien soll er gefahren sein.
Wolfgang entführte und vergewaltigte auf seiner Flucht noch zwei weitere Frauen, wobei einer die Flucht gelang. Die andere, eine 23-jährige Bergsteigerin, transportierte er über 600 Kilometer weit im Kofferraum seines Transporters, wieder bis ans Ufer der Salza. Aber er ließ sie kurz daraufhin frei, nachdem sie ihm versprochen hatte, ihn wiederzutreffen. An einem Dienstag entdeckte eine Polizeistreife seinen Wagen auf einem Parkplatz. Durch eine Indiskretion wurde die Überwachungsaktion in den 16 Uhr Nachrichten verbreitet. Gegen 17 Uhr war durch Zufall eine Motorradstreife im Weißenbachtal unterwegs. Der Beamte Werner Eigruber hielt instinktiv nach dem Gesuchten Ausschau, bis ihm eine Person auf einem Fahrrad verdächtig vorkam. Der Mann gab sich als deutscher Tourist aus, aber sein Dialekt verriet ihn sofort. Eigruber forderte sofort Verstärkung an und Wolfgang Ott ließ sich widerstandslos festnehmen. Am 3. Oktober 1996 wurde er wegen Mordes an Sonja S. zu lebenslanger Haft und zur Aufnahme in eine Anstalt für psychisch kranke Gesetzesbrecher verurteilt. Am 24. Februar 1999 wird er vom Landesgericht Leoben wegen Mordes an Karin erneut zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 23. Juni 1995 fand die Polizei in der Nähe des Fundortes von Sonja S. die Leiche der 34-jährigen Helga V. Bis heute wird ermittelt, ob Ott auch für dieses Verbrechen verantwortlich ist. Zudem versucht die Polizei zu klären, ob er auch die 17-jährige Martina Posch ermordete, die am 22. November 1986 am Ufer des Mondsees in Oberösterreich gefunden wurde. Im Sommer 2004 sorgte der inhaftierte Ex-Filmemacher wieder für Aufsehen. Diesmal unternahm er einen Fluchtversuch aus der Justizanstalt Graz-Karlau. Er versteckte sich dabei während seiner Tätigkeit in der Tischlerei in einer Holzkiste und ließ sich von Mithäftlingen auf einen LKW laden. Dieser sollte in das Außenlager Maria Lankowitz fahren. Am Gefängnistor wurde Ott jedoch bei einer Kontrolle des Fahrzeugs ertappt. Wolfgang Ott wurde von seiner Arbeit in der Tischlerei abgezogen und verbüßte zusätzlich 3 Wochen in Einzelhaft. Später wurde er in die Justizanstalt Stein verlegt. Am 24. April 2017 wurde der damals 59-jährige Wolfgang in seinem Haftraum in der Justizanstalt Stein mit Verdacht auf eine Medikamentenüberdosis aufgefunden. Er hat sich rund 20 Schmerzmittelpflaster selbst auf die Haut geklebt und wurde sofort in das Kremser Krankenhaus eingeliefert. Über die genauen Hintergründe dieses Vorfalls wurde nicht wirklich viel bekannt gegeben. Berichten zufolge befand er sich damals im Koma. Dies wurde jedoch von offizieller Seite nie bestätigt.